So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu The Crew 2. Heute probieren wir es nochmal ein bisschen mit dem Street Racer. Ich würde das Ding gerne irgendwann mal auf die Reihe bekommen und schaffen. Uns fehlen halt immer noch die Rennen und ich habe es leider nicht bisher geschafft, irgendwas zu machen. Wir müssen es irgendwie auf die Reihe bekommen. Weißt du, es ist immer so eine Ecke, die uns das komplette Rennen kaputt macht. Du bist Erster oder so, dann hängst du irgendwo in der Ecke fest. Zeige Theo, dass er sich in dir irrt. Er mag dich nicht, weil du für mich fährst. Nun, vor allem deswegen. Und für ihn stehe ich für... Ja, ich würde mal das Auto wechseln. Sicheres Fahren. Er will das Risiko. Er schreit geradezu danach. Warum zeigst du ihm nicht, wie du ihm sicher in den Arsch treten kannst? So. Du bist absolut kein Gegner für mich. Ist mir eigentlich gesagt scheißegal, du. In erster Linie führe ich erstmal. Der Audi lässt sich schon ein bisschen anders fahren als der Ferrari. Sagen, wie gesagt, selbst wenn ich Zweiter werde, ist mir das herzlich egal. Selbst wenn ich noch Dritter werde, wenn mich nur einer überholt auf der Geraden oder so, das wäre mir scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Hallo, einer reicht mir. Nicht 10, nicht 20, nicht 50, sondern einer. Naja, alle überholen einfach. Dann machen wir es so, damit wieder auf 6 rumgammelt. Ach so, man sollte ja nicht, man darf ja nicht runterkommen, ne? Aber ich habe das Gefühl, dass es mit dem Audi doch deutlich besser läuft als mit dem Ferrari. Achso, man muss einfach alles in die Wand drücken, damit man da irgendwie sich vorbeidrücken kann. Achso, genau, du wirst jetzt im Sprung noch von allem überholt.
Komm, wie schnell auf einmal der Typ wieder da ist. Den habe ich einfach noch weggedrückt. Da, wo der mich immer die ganze Zeit reindrückt, dass er halt diese Sprungschanze nicht schafft. Und der ist schon wieder vorbei an mir. Mann, ich hab keine Lust mehr, ey. Du bist doch schön noch Sechster. Ja, ja, fick dich doch, Alter. Ich weiß nicht, das wievielte Mal ich dieses scheiß Rennen mittlerweile fahre. Ich hab vergessen mitzuzählen irgendwie, aber ich krieg's immer wieder auf die Fresse. Ich krieg immer wieder nicht ge... Zeit für dich, die Straße zu beherrschen. Ja, würde ich ja gerne, wenn ich dieses scheiß Rennen immer wäre. Ich kann nicht, komm nicht weiter. Ich komm einfach nicht mehr weiter. Ach, Rodney, du musst ja auch noch mal mitmischen, ne? Da macht mir nur einen Fehler. Ja, Rodney, muss ich auch mal mit. Danke, du Arschloch. Danke, du kleines, verficktes Kack-Arschloch, Alter. Das heutige Rennen verspricht sehr viel Frust. Ich komme nicht hinterher, ne? Ich habe keine Chance. Ich hänge momentan auf Platz 6 rum und komme nicht an diese Leute daran. Im Zweifel wird dann halt immer jemand weggerammt noch. Ich meine, bin noch 11 Sekunden dran, aber ich muss wieder diese Spitze dran. Mir ist das scheißegal, ob da zwei Leute vorne liegen. Normalerweise ist sie durchfahrbar, aber in dem Moment nicht. Nee, geht nicht. Tut mir leid. Also können wir in der letzten Runde nicht mehr machen. In der letzten Runde darf es nicht mehr sein, weil da musst du dann
gegenfahren, damit, ja, mit Valdezza, 7., 8., 9. wird, ist mir scheißegal. Hauptsache, du darfst es nicht machen, du darfst nicht gewinnen. Ist es scheißegal. Boah, stell dich, ja, stell dich quer. Mein Gott, dann gammel dir deinen scheiß 6. Platz. Es ist mir scheißegal, ob ich 6. oder 7. 8. werde. Solange ich nicht 3. werden darf, ist das egal, ist das Pech, ey. Es wäre Platz 4, wenn ich die beide noch kassieren würde, aber es würde nicht mehr reichen. Fast. Ist in Ordnung. Tut mir leid, du darfst dieses Rennen nicht gewinnen. Du darfst nicht in die Top 3 kommen. Das war's. Ich habe keine Lust mehr. Also ich beende jetzt hier die Aufnahmesession und wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und dann werde ich wieder versuchen, Hilfe dazu holen. Das geht nicht. Es kann nicht sein, dass wir jetzt einfach diese Rennen nicht schaffen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.